Ein Schraudel ist ein ganz wunderbares Spiel, in dem es viel zu entdecken und viel zu tun gibt. Du kannst aber vielleicht auch das ein oder andere verpassen. Ich habe hier einen kompletten Guide für einen perfekten Start in Entschraudet gemacht. Und wenn du Fragen hast, dann schreib sie einfach in die Kommentare. Du hast am Anfang die Wahl zwischen einem privaten Spiel, einem gehosteten Spiel oder einem Online-Spiel. Hier ist es so, privat ist im Prinzip das gleiche wie Singleplayer-Spielen. Und Host wäre eben, wenn du mit deinen Freunden gemeinsam spielen willst. Du kannst auch jederzeit wechseln mit deinem Charakter. Du würdest dann mit einem privaten Spiel zum Beispiel beginnen und sagst dann, ich möchte mit meinen Freunden spielen und kannst einem Spiel beitreten und du nimmst deinen Charakter mit, also die ganzen Skillpunkte und so weiter bleiben erhalten, wenn du hier wechselst. Wenn du ein gehostetes Spiel machen möchtest und willst, dass nicht jeder sozusagen Zutritt hat, dann vergib bitte hier an der Stelle unbedingt ein Passwort. So, wir gehen auf entweder ein neues Spiel erstellen oder ich gehe jetzt hier schon in ein bestehendes Spiel rein. Wenn du im Spiel angekommen bist, wirst du relativ bald aufgefordert, einen Flammenaltar zu bauen. Und dafür brauchst du ein paar Steine, die du hier einfach aufheben kannst. Und dann kannst du mit V in dein Menü gehen und kannst den ersten Flammenaltar herstellen hier. Das ist alles das, was du mit der Hand craften kannst. Und das sind eine ganze Menge Sachen und das ist auch recht hilfreich, weil zum Beispiel Dietriche hier, ja, die braucht man immer wieder im Spiel und man hat oft keinen Dietrich dabei oder hat sie aufgebraucht und dann kann man das ganz schnell hier von Hand herstellen. So, jetzt haben wir unseren Flammenaltar gebaut und stellen den auf. Der Altar hat ein Menü. In diesem Menü siehst du einmal, wie groß dein Baugebiet ist. Das heißt, um deinen Altar herum hast du 40x40x40 Blöcke, in denen du bauen kannst. Du kannst den Altar aufwerten, um diesen Baubereich zu erhöhen. Aber ich sag mal, 40 mal 40 ist schon eine ganze Menge. Das reicht am Anfang auf jeden Fall. Und wenn du meinst, der Platz reicht nicht, dann kannst du es hier entsprechend aufwerten. Dann haben wir hier die Flamme stärken. Ich habe aktuell hier schon die Flammenstufe 5, aber du beginnst natürlich mit der Flammenstufe 1. Ich habe dazu auch einen Guide gemacht, ich verlinke euch den hier auch, wie man bis zu Stufe 4 den Flammenaltar aufwerten kann. Hier unten siehst du immer, welche Materialien du brauchst, um diesen Flammenaltar entsprechend aufzuwerten. Und ganz wichtig auch, die Zeit, die du im Miasma verbringen kannst, wird hier angezeigt. Also aktuell kann ich ohne zusätzliche Tränke und so 9 Minuten im Miasma verbringen, also in diesem Shroud. Man hier auch sieht, ich habe aktuell 8 von 8 möglichen Flammenaltaren hier schon bereits gebaut. Das heißt, du kannst nicht nur diesen einen Altar hier bauen, wenn du in einer Welt neu bist, sondern je nachdem, wie oft du diesen Altar bereits aufgewertet hast, kannst du mehr als einen Altar bauen. Wenn du neu im Spiel bist, geh hin und mit E kannst du alles aufsammeln, was du hier siehst. Zweige, Pilze, hier ist ein Hund verendet, ein Wolf verendet, den sammeln wir auf. Ihr braucht alles. Alles, was hier rumliegt, könnt ihr mitnehmen. Das ist ganz wichtig. Einfach alles mitnehmen. Wenn du etwas aufsammelst, was du vorher noch nicht hattest, dann lernst du dadurch auch, neue Dinge herzustellen. Was ihr hier seht, sind eine ganze Reihe Kisten und es sind eigentlich schon wieder zu wenig. Und wir gucken uns jetzt an, warum die so schön blau leuchten. Ich habe hier einmal eine Kiste schon mal vorbereitet. Das ist jetzt eine der ersten Kisten, die man bauen kann. Eine kleine Holzkiste. Ich nehme die mal auf hier mit E. So, jetzt habe ich sie im Inventar. Und ich kann dir nur empfehlen, bau von Anfang an Kisten. Und du hast hier die Werkbank, das ist eins der ersten Dinge, die du mit der Hand craften wirst. Und dann kannst du hier reingehen und kannst Stauraum bauen. Das wird
vermutlich eines der wesentlichen ersten Dinge sein, die du machst. Und du hast jetzt die Wahl zwischen dieser kleinen Kiste hier und zwischen der winzigen Truhe. Das allererste ist sicherlich eine winzige Truhe. Die kannst du ganz einfach aus Garn und Ästen herstellen. Und wir haben ja eben schon ein paar Büsche ausgerissen. Wenn wir Büsche ausreißen, bekommen wir hier Pflanzenfasern und wir bekommen Stöcke, also Äste. Und aus diesen beiden Materialien kannst du deine erste Kiste bauen. Etwas später hast du dann Zugriff auf Nägel. Vielleicht findest du auch irgendwo beim Looten Nägel und hast so die Möglichkeit, die erste richtige Kiste hier zu bauen. Also richtige Kiste in dem Sinne, wenn du das kannst, baue erstmal nur noch diese. In dem Moment, wo du den Schreiner hast, kannst du Kisten bauen. Diese hier, das sind die magischen Truhen. Und diese magischen Truhen benötigen eine kleine Truhe, die wir eben hergestellt haben in der Werkbank. Und dann hier eine Miasmaseele, das kommt dann etwas später. Und wenn wir die herstellen, hat das den Vorteil, dass alle Dinge, die ich hier reingepackt habe, in diese Kisten hier, wenn ich jetzt eine Werkbank benutze oder hier zu einem der Handwerker gehe, dann kann der automatisch auf die Materialien in diesen blauen Kisten zugreifen. Ja, deswegen so schnell wie möglich umsteigen von den normalen Kisten, von den einfachen Kisten auf diese magischen Kisten, die so schön blau leuchten, weil da holen sich die Werkbänke automatisch das Material raus. Das gilt nicht für alle Werkbänke. Manchmal muss man Sachen auch reinlegen, aber für die Standardwerkbank hier und für die Handwerker und auch für mich selber, wenn ich hier in meiner Base bin, das ist so, da hole ich mir einfach die Sachen aus den blauen Kisten automatisch raus. Als erstes werden wir ja eine Werkbank bauen und in dem Moment, wo ich in die Werkbank reingehe, da öffnet sich hier die Werkbank natürlich und meine Dinge, die ich dabei hatte, mein Werkzeug und meine Waffen werden automatisch repariert. Er sagt es dann auch hier oben, alle Gegenstände repariert. Dein erstes Ziel sollte es sein, oder eines deiner wichtigsten Ziele ganz am Anfang sollte es sein, neben diesen Kisten hier einen Gleiter zu bauen. Du brauchst dafür einfache Materialien, Garn, welches man eben aus den Pflanzenfasern bekommt, Tierfell, was du bekommst, wenn du in dem Moment, wo du ein Tier tötest oder manchmal auch in irgendwelchen Kisten findest, sowie Miasmasporen und Miasmaholz. Beides bekommst du im Miasma. Wir gucken mal gerade da über die Kante und gucken mal auf das Miasma. Da, das Blaue, das ist das Miasma. Und hier, ihr seht, da gibt es auch Bäume drin. Und in dem Moment, wo ich da reingehe und so einen Baum fälle, bekomme ich eben das Miasmaholz. Und wenn ich einen Gegner töte, der da unten im Miasma zu finden ist, dann bekomme ich diese Miasmasporen. Das ist am Anfang auch kein Problem, mal so das erste Stück da reinzugehen, sich ein paar Bäume zu holen und ein oder zwei Gegner dort zu töten, um an diese Miasmasporen zu kommen. Also der Gleiter ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, was du unbedingt brauchst, wenn du hier anfängst, weil es gibt viele Bereiche, wo du ohne Gleiter nicht wirklich hinkommst und du kannst damit natürlich weite Strecken überbrücken. Das gleiche gilt für den Greifhaken. Auch die Materialien hier sind super einfach zu finden. Garn stellst du in deinem manuellen Handwerk her, einfach aus Pflanzenfasern. Metallschrott findest du, wenn du Dinge kaputt machst oder oft auch, wenn du Gegner tötest, bekommst du Metallschrott. Und Miasmasporen, hatte ich ja eben schon gesagt, findest du im Miasma, im Shroud. Und diese Dinge sind sehr einfach zu bekommen und machen dich ganz schnell mobil. Denn ohne Greifhaken und ohne Gleiter wirst du nicht weiterkommen. Am Anfang hast du eigentlich nichts anderes als diese Fackel.
Und wenn du jetzt hier ankommst und willst Schrott oder Tücher haben oder sonstiges, mach einfach diese Dinge hier kaputt und sammel ein, was dann dabei rauskommt. Manchmal liegen da auch so Sachen rum, die du einfach direkt mitnehmen kannst. Und so bekommst du eben auch Schrott. Den Greifhaken brauchst du. Hier siehst du das. Es gibt überall in der Welt gibt es solche Greifarme. Und wenn ich da jetzt einen Greifhaken habe, dann kann ich mich darüber hochziehen und kann dann entsprechend weiterkommen. Das heißt, ohne diese Dinge kommst du gar nicht mal zum Beispiel hier hoch. Und wenn du irgendwo oben bist und willst eine weitere Strecke zurücklegen, dann nimmst du deinen Gleiter und fliegst da, wo du hin willst und kannst dich so ganz schnell durch diese Welt hier bewegen. Du hast vielleicht unten schon gesehen, unten habe ich meine Hotbar. Ich kann mich mit der Maus hier durchbewegen und die einzelnen Elemente auswählen. Und wenn ich Alt drücke, dann komme ich in eine zweite Hotbar-Leiste. Ich habe normalerweise, jetzt habe ich hier ein bisschen umsortiert, aber grundsätzlich habe ich eigentlich in meiner ersten Hotbar-Leiste meine Waffen, die ich im Kampf brauche, und meine Medizin. Das Fleisch haben wir eben aufgesammelt. Das hat da natürlich nichts zu suchen. Zumindest kein rohes Fleisch. Also esst kein rohes Fleisch. Das ist nicht gesund. Und in der zweiten Leiste habe ich mein Werkzeug, meine Fackel, und meine Nahrungsmittel. Jetzt seht ihr hier ganz rechts da ein Q. Und da komme ich so nicht hin. Wenn ich aber mit N in mein Charaktermenü gehe, dann kann ich hier sehen, dass ich eine Waffe ausgerüstet habe für den Fernkampf. Und zwar hier einen Bogen in dem Fall. Und ich habe da jetzt angeklickt und jetzt zeigt er mir alle Waffen, die verfügbar wären, um sie dort auf diese Q, auf diese Spezialtaste zu legen. Zum Beispiel mein Magierstab. Den kann ich jetzt mit leer ausrüsten und jetzt habe ich den dann unten hier als Q. Ja, wenn ich jetzt also Magie anwenden will, dann kann ich den entsprechend benutzen, indem ich die Q-Taste drücke. Und so könnt ihr hier genau auswählen, das, was für euch passend ist. Also zum Beispiel ist es so, ich habe hier eher ein Stärkebild gemacht und ich habe in der Regel einen Magierstab hier liegen oder ich habe einen Fernkampfbogen da liegen, die ich dann im Kampf schnell benutzen kann. Apropos Waffen, wir haben im Prinzip drei Arten von Waffen hier im Spiel. Einerseits die ganz normalen Stärkewaffen, Schwerter oder Äxte oder Streitkolben. Zusammen damit haben wir auch ein Schild. Und das Schild ist super wichtig, weil diese Schilde hier im Spiel, die blocken praktisch alles ab, was euch treffen könnte. Also wenn ihr rechtzeitig den Schild zieht, könnt ihr damit Pfeile oder auch Gegner, die euch direkt angreifen, sofort abwehren. Wir gucken mal, ob wir hier einen Wolf finden. Hallo, Wolf. Hier gibt es ja auch schon so ein bisschen Shroud im Einstiegsgebiet. Da ist ein Gegner, da sind sogar zwei. Ich werde jetzt mal nur blocken. Ja. Na komm, hau noch mal zu. So. Das wird komplett abgewehrt hier. So. Ja, ich habe jetzt schon eine relativ gute Waffe. Aber ihr könnt damit die Gegner herrlich abwehren, wenn ihr rechtzeitig das Schild zieht, auf jeden Fall. Dann haben wir die magischen Waffen. Und eins ist ganz wichtig, und zwar euer Zauberstab. Ihr habt gleich ganz am Anfang einen Zauberstab. Und dieser Zauberstab hat die besondere Bewandtnis, dass er sozusagen endlos ist. Ich kann den so oft und lange benutzen, wie ich möchte.
Und ich kann auch währenddessen mein Schild benutzen, ganz wichtig, ja? Das heißt, ich bin entsprechend auch hier geschützt. Bei Zweihandwaffen, warte mal, habe ich eine Zweihandwaffe dabei? Ja, bei Zweihandwaffen ist es so, dass das Blocken genauso auch funktioniert. Schlagen, blocken, den Gegner kommen lassen, schlagen, blocken. Dann haben wir Fernkampfwaffen, einmal Pfeil und Bogen. Ich bin normalerweise jemand, der eher so, ja, hau drauf spielt, wenn es geht. Ich habe aber in diesem Spiel schon gelernt, dass es wirklich gut ist, wenn man Pfeil und Bogen hat. Und übrigens habe ich festgestellt, wenn in dem Moment, wo ich hier ziele, wirkt das auch als Abblocken des Gegners. Dann haben wir hier die Magiestäbe. Das heißt, wir haben den Zauberstab, den wir immer dabei haben. Das ist unser treuer Begleiter. Der ist nicht ganz so stark wie ein Magierstab, aber der Magierstab hat einen großen Nachteil. Er verbraucht eure Energie. Jetzt habe ich mich hier geheilt gerade. Das heißt, meine Feuerbälle waren alle. Es gibt im Spiel überall Zauber, die ihr finden könnt und benutzen könnt. Hier zum Beispiel dieser Heilungsstab. Hier habe ich jetzt noch 13 Mal, kann ich mich damit noch heilen. Dann habe ich hier Kettenblitz. Wir haben eine Lichtexplosion. Wir haben Feuer. Wir haben Blitz. Und ihr seht hier immer, die haben eine bestimmte Anzahl und dann sind sie halt aufgebraucht. Es gibt aber auch welche, die ihr finden könnt oder bekommen könnt im Spiel, die ewig halten. Also wenn ich diesen hier ausrüste und ich kann jetzt mit rechter Maustaste hingehen und sagen, rüste mir diesen aus, dauerhaft, dann werde ich halt unendlich viele Eisbolzen verschießen können. Oder ich stell wieder um und sag, nein, ich will aber diesen hier ausrüsten. Nur wenn ich den 13 Mal geschossen habe, ist er weg. Und übrigens, wenn ein Zauber aufgebraucht ist oder wenn eine Pfeilsorte aufgebraucht ist, dann wird das Spiel automatisch die nächste Pfeilsorte nehmen, die zur Verfügung steht. Ja, das sind eigentlich die drei Waffen, die wir haben. Wir haben die Stärkewaffen, wir haben die Fernkampfwaffen. Und wir haben den speziellen Zauberstab. Und bei Fernkampf unterscheiden wir eben nochmal zwischen Pfeil und Bogen und zwischen Magiestäben. Vielleicht habt ihr gesehen, oben links im Bild, da ist der grüne Balken. Das ist einerseits mein Energielevel. Und darunter, das ist der Balken für die Mana, also für die Energie, für die Zauberenergie, die ich habe. Und wenn ich hier jetzt einmal mich heile, dann verbraucht er ein wenig davon. Wenn ich jetzt aber Q drücke und schalte um auf den ewigen Eisbolzen, und schieße jetzt so einen Eisbolzen, dann seht ihr, dass dieser blaue Balken erheblich schneller runtergeht. Und das ist jetzt am Anfang noch viel schneller als das, was ihr jetzt seht, ja. Am Anfang kannst du wahrscheinlich so zweimal schießen und dann ist dein Magierstab aufgebraucht. Das ist oftmals im Kampf nicht gut. Das heißt, am besten dann ganz schnell umschalten hier auf den Zauberstab. Der hält wesentlich länger. Oder auf eine andere Waffe umschalten. Aber sehr häufig im Spiel ist es so, dass Fernkampfwaffen absolut Sinn machen, damit ihr zum Beispiel nicht in das Gift eines Gegners rennt oder ähnliches. Wenn wir gekämpft haben, dann müssen wir uns heilen. Das Erste, was ihr habt, was ihr bauen könnt, sind Bandagen. Und die kann ich ganz schnell benutzen. Zack. Habe ich mich geheilt. Bandagen baue ich in meinem Handmenü hier. Dafür brauche ich Stoff und Garn. Garn kann ich auch hier machen in meinem Handcraft-Menü. Und dann mit Stoff. Stoff finde ich überall in Kisten. Überall liegt Stoff rum. Also ist es überhaupt kein Problem, dass ich mir hier eine Bandage herstelle. Das nächste, was ihr auch relativ häufig findet, sind diese Heiltränke. Das ist der kleinste Heiltrank, den es gibt. Den kann euer Alchemist herstellen, schon relativ früh, wenn ihr ihn gefunden habt. Und hallo Alchemist. Und wenn wir jetzt hier mal gucken, was der braucht, sind rote Pilze, lila Beeren und Wasser. Und das sind
Sachen, die findet ihr sofort überall. Das sind eigentlich auch die ersten Nahrungsmittel, die ihr findet, ja. Und in dem Moment, wo ihr den Alchemisten habt, da könnt ihr genau diese Dinge herstellen. Und ihr seht schon, damit bekommen wir 200 Lebenspunkte zurück. Das ist eine Menge. Also im Grunde genommen heilt euch einmal so ein Trank, wenn ihr ihn, naja, wenn ihr noch nicht ganz tot seid, nehmt fast ganz. Und dann später im Spiel gibt es natürlich die besseren Heiltränke, die euch dann ja noch besser heilen oder noch mehr Lebensenergie zurückgeben, sagen wir mal so. Ihr findet eine ganze Reihe verschiedener Tränke im Laufe des Spiels. Mana-Trank, wie der Trank schon sagt, gibt euch eben Zauberpunkte. Dann ganz, ganz wichtig, der Miasma-Überlebenstrank. Wenn ihr in den Schraut reingeht und ihr habt diesen Miasma-Überlebenstrank, ihr findet sie teilweise gerade im Anfangsgebiet auch dort. Liegen sie rum, könnt ihr sie mitnehmen. Und das gibt euch zweimal mehr maximale Zeit im Miasma. Also 2 Minuten mehr maximale Zeit im Miasma. Und das ist eine Menge, ja. Also am Anfang hat man 5 Minuten und wenn man dann so einen Trank nimmt und hat dann 7 Minuten, das ist dann schon richtig viel. Die gibt es auch in der größeren Version natürlich noch. Und so gibt es diverse andere Tränke, die euch Ausdauer geben. Oder habe ich so einen? Es gibt einen Trank. Hier habe ich einen. Ein helles Irrlicht. Sehr fein, finde ich. Wenn man irgendwo im Dunkeln plötzlich steht, in der Höhle ist oder bei Nacht noch irgendetwas tun will, zum Beispiel Steine abbauen oder so. Und man nimmt dann diesen Irrlichttrank, dann hat man immer so ein kleines grünes Licht um sich herum und das ist sehr angenehm. Also ich benutze den sehr häufig. Und dann gibt es hier noch den Stärke-Buff-Trank, der mehr Schaden dann entsprechend gibt, allerdings eben auch weniger Zeit im Miasma. Ihr bekommt aber ganz am Anfang auch schon überall diese blauen Beeren und die Pilze. Die Pilze müssen ge gegrillt werden, aber wenn ihr die esst, ich nehme jetzt mal so einen Pilz. Jetzt seht ihr oben links, ich habe einen Pilz gegessen. Und wenn ich mal in mein Charaktermenü reingehe mit N und gehe auf Statusdetails, dann sehe ich hier jetzt, der Pilz gibt mir zusätzlich 2 Intelligenz. Für eine bestimmte Zeit wirkt der. Jetzt nehmen wir die anderen Sachen auch nochmal. Was wir auch am Anfang immer finden, ist Wasser. Das erscheint jetzt auch oben rechts in der Leiste. Und eben diese blauen Beeren. Wenn ich jetzt hier in mein Charaktermenü reingehe, nochmal auf die Statusdetails, dann seht ihr, das Wasser gibt mir 1 Kondition und 2 Ausdauer. Die blauen Beeren geben mir 2 Gesundheit und der gegrillte Pilz gibt mir 2 Intelligenz als Buffs. Das hört sich jetzt wenig an. Tatsächlich ist es aber so, das hört sich wenig an. Tatsächlich ist es aber so, dass ihr mit einer Konstitution von 1 startet. Und wenn ihr dann 2 dazu bekommt, dann ist das schon eine ganze Menge. Und das gilt eben für alle hier. Also diese Zahlen, die dabei stehen, die, wie soll ich sagen, die können etwas verwirrend sein, weil man denkt sich so, naja gut, eins mehr. Ja, 1 mehr Kondition, was ist das schon? Aber wenn du nur 1 hast, dann ist das eine Verdopplung deiner Kondition. Ich hatte ja vorher schon mal gesagt, dass ihr kein rohes Fleisch essen sollt. Das hier ist ein Wolfsfleisch. Aber auch Fleisch gibt euch natürlich einen Buff. Und das Erste, was ihr bauen könnt, ist so ein kleiner Herd hier. Ihr könnt einen Herd bauen oder ein Lagerfeuer. Und wenn ihr diesen kleinen Herd habt und ihr geht hier hin und setzt euch hin, dann könnt ihr mit der Taste E das Fleisch grillen. Und zwar so lange nur drücken, bis es gezischt hat, sonst habt ihr hinterher verkohltes Fleisch und das könnt ihr natürlich nicht essen, ja. Und das gleiche gilt für die Pilze. Auch die werden gegrillt. Ihr könnt Pilze theoretisch auch roh essen. Gegrillte Pilze geben euch mehr Intelligenz. Ein roher Pilz gibt euch, glaube ich, 1 Intelligenz, genau, und ein gegrillter Pilz gibt euch 2 Intelligenz. Und rohes Fleisch wollt ihr sowieso nicht essen, aber gegrilltes Fleisch gibt euch eben
mehr Konstitution. Habt ihr vielleicht gesehen, da oben der grüne Balken ist gerade in die Höhe gegangen. Das heißt, ich habe jetzt mehr Energie für den Tag. Überhaupt ist Energie ein Thema. Wenn ich mich hier bewege oder kämpfe, dann geht natürlich irgendwann meine Energie auch runter. Und oder ganz am Anfang läuft man natürlich sehr viel und je mehr ich laufe, desto mehr ist irgendwann meine Energie aufgebraucht. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr was esst. Ihr könnt auch komplett ohne Essen und Nahrung theoretisch auskommen, aber dann habt ihr halt diese Buffs nicht. Das heißt, ihr verhungert nicht, aber ihr braucht die Buffs, die euch das Essen gibt. Und später gibt es natürlich noch viel leckerere Sachen mit mehr Buffs. Apropos Stamina. Du bist den ganzen Tag unterwegs gewesen, bist müde, bist ausgekämpft, deine Taschen sind voller Loot. Dann kommst du hierher zurück und als erstes gehst du mal hier rein und legst all deine Sachen ab. Und mit der Taste umschalten und R kann ich hier einfach das, was ich hier im Inventar hatte, auffüllen und hier reinlegen. Und wenn ich dann meine Kisten so durchgegangen bin, dann habe ich hier ganz schnell mein Inventar geleert. Und meine Energielevel wird wahrscheinlich auch ziemlich runter sein. Und ich lege mich hin und schlafe. Das geht dann ganz schnell bis zum nächsten Morgen. Und wenn ich dann wieder aufstehe, dann bin ich wieder topfit und munter für den nächsten Tag. Was auch ganz wichtig ist an der Stelle, was du in deiner Hütte hier aufgestellt hast. Denn das erhöht dein Ausgeruht-Buff. Ihr seht, ich habe hier jetzt relativ hoch einen Ausgeruht-Buff von 29. Ich weiß jetzt nicht genau, du startest mit 8, glaube ich, deinen neuen Charakter. Und dadurch, dass du dann Tische, Stühle, Bänke, Feuer, einen Ofen, ein Bett baust und in der Nähe von einer Flamme das Ganze stehen hast, durch all diese Dinge, Licht und so weiter, erhöhst du deinen Ausgeruht-Buff, der wichtig ist, um in den Tag zu starten. Wenn du keinen Ausgeruht-Buff mehr hast und bist unterwegs und bist in Kämpfe verwickelt, dann hat das ziemlich negative Folgen häufig. Und am Anfang ist es so, dass du viele Sachen hier in der Werkbank bauen kannst. Hier Betten, verschiedene Arten von Betten haben wir, die wir bauen können. Wir haben Tische. Und ihr seht hier immer, dieser Tisch gibt mir plus 1 Komfort, der gibt mir plus 2 Komfort. Deswegen habe ich den kleinen damals gebaut. Und das gleiche gilt hier für Feuerstellen. Der Herd gibt uns 2 Komfort. Stühle. Es macht natürlich keinen Sinn, jetzt irgendwie 10 Bänke aufzubauen. Also diesen plus 1 Komfort bekommst du nur einmal. Den kannst nicht 10 für 10 Bänke bekommen. Ja, du musst schon verschiedene Sachen bauen. Und hier zum Beispiel die Glühwürmchenlampe gibt mir 1 Komfort, aber die Kerze gibt mir 2 Komfort. Und später kann ich dann beim Schreiner noch ganz andere Sachen bauen, die schicker sind und die zum Beispiel sehr viel mehr Komfort geben. Ich selber bin ja gerade dabei, da drüben mir eine neue Behausung zu bauen, um endlich hier aus dieser Bretterbude rauszukommen. Und dann werde ich auch das Ganze richtig aufhübschen mit diesen ganzen Sachen, die mir dann richtig noch mehr Komfort geben können. Jetzt ist Zeit zu schlafen, es ist Nacht und jetzt seht ihr oben, wenn ihr nachts schlaft, dann geht die Nacht schneller vorbei. Wenn ihr durch die Gegend lauft, erkundet, kämpft und so weiter, dann dauert die Nacht sehr viel länger, als wenn ihr sie durchschlaft. Und in der Regel macht es aus meiner Sicht Sinn, fast immer nach Hause zu kommen, seine Dinge zu reparieren und ja, sich einmal schlafen zu legen und warten, bis der Vogel zwitschert und ausgeruht wieder in den Tag zu starten. Mit J kommen wir ins Tagebuch. Die Flamme, da sehen wir halt das Level unserer Flamme, wie viel Altäre wir insgesamt in der Welt aufbauen können. Unsere Miasma-Passierstufe, das heißt,
Am Anfang können wir noch nicht viele Gegenden des Miasma uns angucken und später werden das immer mehr. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und außerdem sehen wir hier unten, was wir für die nächste Aufwertung alles brauchen. Dann haben wir hier einen Überblick über unsere NPCs und können sehen, welche Materialien sie bereits zur Verfügung haben. Diese zusätzlichen Geräte, die bekommt ihr in Quests, die ihr direkt von dem jeweiligen Handwerker bekommt. Und bei mir ist, glaube ich, fast alles fertig. Eventuell fehlt hier noch etwas. Da bin ich jetzt gerade nicht ganz sicher. Nee, eigentlich hat die alles. Das muss ein Bug sein, dass das hier nicht angezeigt wird. Ist ja ein Early Access Game. Dann sehen wir hier alle unsere Werkstätten und hier kann man immer sehen, wenn wir neue Dinge gelernt haben, dann sieht man hier diesen gelben Punkt und wir können uns dann angucken, was haben wir denn Neues gelernt. Wir können jetzt hier eine Eisenspitzhacke oder eine Bronzespitzhacke herstellen. Oder wir können neue Magieschilde herstellen, die uns dann schützen. Das ist wie ein, ja, wie ein normaler Schild, aber speziell auch gegen Magie, aber eben auch mit Parierkraft. Man findet sie auch ab und zu im Game. Also ich habe zwei, die habe ich tatsächlich gefunden und nicht hergestellt. Aber am wichtigsten sind hier diese Quests. Und hier haben wir verschiedene Farben. Ich habe jetzt die goldenen, es gibt goldene Quests, die sind so die, die euch sozusagen durch die Hauptgeschichte leiten. Da habe ich jetzt keine offen. Und dann gibt es die blauen Quests, die bekommt ihr von den Handwerkern. Und da habe ich jetzt aktuell diese eine offen. Und dann gibt es Quests, die ihr findet irgendwo im Land. Und hier wird euch auch immer gesagt, wenn ihr so eine Quest findet, das ist oft ein Brief oder ein Buch, das müsst ihr öffnen und lesen. Das wird rot erleuchtet dargestellt. Und wenn ihr das lest, dann bekommt ihr die Quest. Und ihr seht dann auch, was ihr als Belohnung bekommt, wenn ihr diese Quest erfüllt habt. Und hier unten gibt es immer so einen kleinen Tipp, wo ihr suchen sollt oder was ihr dort finden könnt oder wo ihr hingehen sollt. Und wenn ich so eine Quest aktiviert habe, kann ich sie mir mit F auch immer auf der Karte anzeigen lassen. Jetzt sind wir hier gerade auf der Karte, dann gucken wir uns die Karte mal ein bisschen genauer an. Auf der Karte können wir sehen, wo wir sind. Und hier diese grauen Bereiche, diese nebligen, das ist das Miasma, das ist der Shroud. Und ihr seht, das hier ist bei mir so bläulich, blaugrau dargestellt. Da kann ich problemlos reingehen. Es gibt aber Bereiche, die sind rot dargestellt. Hier zum Beispiel an den Rändern, wo ich noch nicht war. Und diese roten Bereiche, da kann ich nicht reingehen. Beziehungsweise nach 1 oder 2 Sekunden in diesem roten Miasma-Bereich bin ich eigentlich tot. Ja. Also man kann, wenn man Glück hat, kann man gleich wieder raushüpfen, wenn man es rechtzeitig genug merkt, aber das passiert oft eben auch nicht und du bist tot. Außerdem haben wir für die Navigation oben einen Kompass. Und wenn ich jetzt ein Quest hier aktiviert habe, dann zeigt er mir im Kompass oben, wo ich hingehen muss, die Richtung an. Ja, das ist jetzt sehr weit weg, wo ich da hin muss. Ich kann aber auch auf meiner Karte einen Punkt einfach markieren, indem ich ihn anklicke, zum Beispiel wenn ich dahin will, und sage, okay, da setze ich mir jetzt einen Wegpunkt. Und jetzt wird mir angezeigt, wo dieser Wegpunkt ist, oben in dem Kompass. Gehen wir nochmal auf die Karte. Gelb sind alles Punkte, zu denen ich mich hin teleportieren kann. Wenn ich das anklicke, dann habe ich hier immer die Möglichkeit zu sagen, okay, ich will jetzt da schnell hinreisen. Das ist also ein Schnellreisepunkt, setzt aber voraus, dass ihr einmal diesen Turm, auf dem ich mich hier jetzt befinde, komplett erkundet habt. Das ist dann so ein Jump and Run, muss man sagen. Rätsel in dem Sinne eher nicht, sondern du musst den Weg finden. Du musst bestimmte Dinge einschalten, damit du irgendwann dann hier oben bei dieser Flamme rauskommst.
und kannst von hier aus, von diesen Schnellreisepunkten, wunderbar irgendwo in die Welt hinausfliegen mit deinem Gleiter. Dann haben wir Orte, die auch gelb sind, die aber ich selber aufgebaut habe, wo ich mir einen Altar hingebaut habe. Hier zum Beispiel oder hier. Ich baue Altäre aus zwei Gründen. Erstens, um vielleicht eine Strecke, die weiter ist, zu überbrücken, um da schneller wieder hinzukommen. Zum Beispiel an Orten, wo ich weiß, da gibt es bestimmte Vorkommen für Mineralien und ähnliches, wo ich immer wieder hinkommen möchte. Hier zum Beispiel dieser Ort in der Nähe der Wüste. Da habe ich mir selber einen Altar hingesetzt und kann jetzt jederzeit hier wieder hinreisen. Und ich mache es auch dann, wenn ich weiß, ich gehe in einen Kampf mit einem starken Boss, da habe ich in der Regel schon so eine Flamme, bei der ich wieder erwache, wenn der Boss mich getötet hat. Aber ich kann von dieser normalen hellgelben Flamme nicht, da kann ich nicht hinreisen oder da kann ich nicht zurückreisen. Das heißt, ich setze mir dann in der Nähe eventuell trotzdem zeitweise einen Altar auf und kann dann jederzeit ganz schnell nach Hause, meine Waffen reparieren, weiß ich nicht, neue Medizin holen oder so und kann wieder zurück und kann dann den Kampf mit dem Gegner wieder versuchen. So gehe ich mit den Altären um und ich baue dann auch natürlich immer mal wieder einen Altar ab, um irgendwo anders einen neuen aufstellen zu können. Diese hellgelben hier, das sind Schreine der Flamme oder Krypten der Flamme gibt es teilweise auch. Und die braucht ihr unbedingt. Hier könnt ihr Funken sammeln und diese Funken benötigt ihr, um euren Altar auf die nächste Stufe zu bringen. Und es ist so, jedes Mal, wenn ihr euch neu ins Spiel einloggt, dann sind diese Flammen, auch wenn ihr dort schon wart, wieder aktiv und ihr könnt da wieder hingehen und könnt die Funken einsammeln. Und das ist ganz wichtig zu wissen, dass die eben nicht nur einmal abgeerntet werden können, sondern immer wieder, weil ihr braucht mit jedem Altar-Upgrade mehr dieser Funken. Wir haben blaue Punkte, das sind Farmen oder kleine Städte und so weiter. Wir haben grüne Punkte, das sind Orte, die besonders wichtig sind, auch in einer Quest, wo ihr schon wart oder wo ihr noch hingehen sollt. Wir hatten doch auch grüne Punkte, die... Hier, wir haben so grüne Punkte, die markieren einen Bauernhof. Dann haben wir die Punkte, die haben noch ein bisschen anderen Grauton, wo wir die einzelnen NPCs finden. Ach ja, und ganz wichtig, die Elixierbrunnen, das sind diese orangen Punkte. Und ihr seht hier, dort, wo ein Häkchen dran ist, bei diesem Brunnen war ich schon und wo noch kein Häkchen dran ist, da bin ich noch nicht gewesen und so kann ich mich dann entsprechend hier auf der Karte orientieren. Ihr solltet übrigens so schnell wie möglich versuchen, alle 5 NPCs zu finden und zu euch zu holen. Das erste ist der Schmied, den ihr bekommt und jeder NPC, den ihr bekommt, nennt euch den Ort, wo ihr den nächsten findet. Es ist also relativ einfach die Orte zu finden, wo sie sind und sie hierher zu holen. Die Schmiede sind insofern wichtig, als sie euch eben ständig Quests geben, die wiederum speziell darauf ausgerichtet sind, dass ihr ihre Handwerksstationen weiter ausbauen könnt. Und immer wenn ein Teil dazugekommen ist, zum Beispiel geht es hier los, glaube ich, mit dem Kohleofen und mit der normalen Werkbank. Und dann kommt sein Handwerkszeug dazu, irgendwann kommt hier eine Schmelze dazu und so weiter. Die einzelnen Handwerker geben euch unterschiedliche Rüstungen. Der Schmied gibt euch gleich zu Beginn eine Fellrüstung. Das ist wahrscheinlich das Erste, was ihr bauen könnt. Oder die Kämpferrüstung, aber da braucht ihr schon Metallplatten und Metallplatten werden hergestellt aus Schrott und das ist am Anfang ein bisschen mühsamer ausreichend zu finden für die Rüstung. Ja, also die Fellrüstung könnt ihr vermutlich in dem Moment schon herstellen, wo ihr den Schmied gefunden habt. Im Laufe der Zeit kommen dann eben weitere Rüstungen dazu.
Und die Rüstungen bieten immer grundsätzlichen physischen und Magiewiderstand. Was aber viel interessanter ist, sind die Punkte hier unten. 15% Chance auf kritische Nahtreffer, zum Beispiel hier. Oder was haben wir hier? 10% Hinterhaltsschaden. Also wenn ihr euch irgendwo anschleicht, dann diese Rüstung bietet mir auch wieder Nahkampftreffer. Dann, was haben wir hier? Parieren. Rüstung bietet mir die Möglichkeit, gut Gegner abzuwehren und so weiter. Also der Schmied macht Rüstung für den Stärkekämpfer. Der Alchemist macht euch Rüstung für eben ein eher Magierbild. Auch hier wieder das Wesentliche, was haben die für einen Zusatz? Buff, den ihr dadurch bekommen könnt. Ihr könnt aber auch einzelne Elemente aus diesem Rüstungsset kombinieren. Also ihr könnt zum Beispiel sagen, ja, ich bin ein Stärkekämpfer, aber irgendwie habe ich gemerkt, ich brauche mehr Energie für meine Zauber, die ich ab und zu anwende. Dann ziehe ich mir einfach die Erzmagierhose dazu an und bekomme dadurch mehr Möglichkeiten, was meine Zauber angeht. Und dann haben wir hier die Jägerin. Die Jägerin, die stellt uns einmal die besseren Pfeile her. Und auch sie gibt uns unterschiedliche Rüstungssets, die grundsätzlich eher gedacht sind für Bogenschützen. Aber wie gesagt, ihr könnt einzelne Elemente einfach aus den verschiedenen Rüstungen auch gut kombinieren. Ihr findet auch ab und zu Rüstungsteile, zum Beispiel hier. Sowas wie Zauberhandschuhe habe ich mal irgendwann gefunden. Den Greifenbrustpanzer habe ich irgendwann gefunden im Game. Also ab und zu findet man eben auch Rüstungsteile, die auch sehr gut sein können. Im Kampf seht ihr jetzt hier einen roten Balken, das ist der Lebensbalken. Und ihr seht darunter einen grauen Balken. Das ist praktisch die Energie eures Gegners. Und durch Blocken könnt ihr tatsächlich die Energie eures Gegners verringern? Kämpfst du mal bitte mit mir, dass wir das nochmal zeigen konnten? Komm mal in die Sonne, wegen der Aufnahme wär's. Habt ihr jetzt gesehen, da der Balken, wie der hochtickt? Der graue Balken, ja gut, der hat die Nase voll, die laufen immer weg. Irgendwann. Also, ihr seht. Ihr könnt auch durch permanentes Blocken und Parieren den Gegner schwach machen und irgendwann hat er dann keine Kraft mehr, gegen euch anzukämpfen. Im Kampf könnt ihr springen und ihr könnt rollen. Was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, ist der Doppelsprung. Also diese Technik, dass ich mehrmals springen kann, das hat mir schon ganz, ganz oft wirklich das Leben gerettet. Weil du durch dieses Springen und Fliegen und diese Kombination ganz oft an Orte kommst, wo du dich vielleicht hinretten kannst, um den Gegner dann doch lieber aus der Ferne zu bekämpfen. Wenn man das Gefühl hat, man kommt irgendwo eigentlich nicht so hoch, dann kann man trotzdem mit diesem Doppelsprung auf ein höher gelegenes Plateau, auf ein Dach oder einen Fels springen. Das ist dann sehr gut möglich. Das möchte ich euch im Fähigkeitenbaum hier zeigen. Es gibt jetzt nicht so direkte Klassen, aber es gibt Ausrichtungen, in die man sich bewegen kann in diesem Fähigkeitenbaum. Also wir haben hier das Blaue, das ist Magie. Dann haben wir hier die Stärkekämpfer. Wir haben hier die Bogenschützen. So grob kann man das so sagen. Ihr könnt euch aber komplett aussuchen, wo ihr reinskillen wollt, wenn ihr Skillpunkte zur Verfügung habt. Die bekommt ihr natürlich im Laufe der Zeit, indem ihr Quests erledigt, indem ihr kämpft. Manchmal findet man auch so Rollen, die euch zusätzliche Skillpunkte dann geben, wenn ihr die Rolle benutzt. Papier, also Papierrollen. Wir haben hier freigeschaltet den Doppelsprung, der eben möglich macht, dass ich besonders hoch
oder ein zweites Mal springen kann. Also das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Sehr, sehr, sehr hilfreich und wichtig. Und hier haben wir den Aufwind. Wenn ich Aufwind habe, wenn ich also diesen Skillpunkt hier habe, kann ich im Flug noch mal einmal höher fliegen, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Einmal geht das, dass ich meine, ja, meine Flughöhe noch mal erhöhe und dadurch länger fliegen kann. Das sind die beiden Skillpunkte, die ich euch auf jeden Fall ans Herz legen würde. Ansonsten ist es Geschmackssache. Ich habe halt relativ viel hier reingepackt, aber auch ein bisschen in Magie, ins Heilen, weil ich gemerkt habe, dass mir da einfach ein paar Sachen gefehlt haben. Und weil tatsächlich der Kampf mit magischen Waffen oder auch mit dem Bogen einfach super wichtig ist in diesem Spiel. Wenn ihr Waffen gefunden habt, dann könnt ihr zu irgendeinem der Handwerker gehen und könnt im Menü des Handwerkers dann sagen, ihr möchtet Ausrüstung verbessern. Und ihr seht hier, ich habe hier gefunden einen Waldlangbogen, den ich aktuell nicht ausgerüstet habe. Und ich habe in meinem Menü diese Runen. Und die Runen findet ihr ab und zu bei Gegnern, aber vor allen Dingen bekommt ihr die Runen auch, indem ihr Waffen, die ihr nicht benötigt, einfach zerlegt. Und jetzt habe ich hier 30 Runen dazu bekommen. Und wenn ich jetzt hier eine Waffe habe, die ich benutzen möchte, dann kann ich sagen, ich habe hier diesen Waldbogen, der hat eine 33, ist so eine, ja, mittlere Waffe, würde ich sagen eigentlich. Und der hat hier einige Punkte schon, die er mitbringt, aber es sind noch zwei Punkte dabei, die sind noch nicht freigeschaltet. Und durch das Zerlegen der Waffen bekomme ich eben diese Runen und mit den Runen kann ich wiederum meinen Bogen hier verbessern und habe jetzt schon plus 6 Feuermagie-Schaden dazu erhalten. Und der Bogen ist auch an und für sich schon stärker geworden. Ich habe also jetzt hier schon eins freigeschaltet und wenn ich jetzt noch einmal verbessere, dann habe ich hier meinen Waldlangbogen optimal verbessert, kann man sagen. Es gibt auch hier unterschiedliche Stufen. Die lilanen sind epische und haben 4 Verbesserungsstufen. Und die goldenen Waffen sind legendäre Waffen und bieten euch 5 Verbesserungsstufen. Euer Inventar öffnet ihr mit B. Ihr seht jetzt, mein Inventar ist sozusagen voll ausgerüstet. Und zwar habe ich hier den großen Rucksack. Also mehr geht nicht. Am Anfang habt ihr allerdings die Möglichkeit, in dem Moment, wo ihr die Jägerin befreit habt, könnt ihr euch einen Rucksack bauen. Und zwar hier als erstes den kleinen Rucksack. Das kann ich euch empfehlen. Macht das sofort. Das Material habt ihr Großteil schon, was ihr sicher habt, ist Garn und Stoff. Und dann braucht ihr noch getrocknetes Fell dafür. Die Jägerin bringt aber mit hier das Trockengestell, das ihr bauen könnt. Und da packt ihr Tierfell rein und Salz und könnt dann entsprechend hier getrocknetes Fell herstellen. Es gibt auch in diesen Arbeitsstationen immer unten so einen Schalter für weitere Rezepte. Also sie würde mir jetzt noch getrocknete lila Beeren machen oder eben dieses getrocknete Fell. Und dafür brauchen wir Salz. Und Salz, das hatte ich in einem anderen Guide schon mal gesagt, habt ihr, hier ist unsere Heimatbase und hier ist ein kleines Salzbergwerk. Das ist sozusagen direkt vor der Haustür. Da könnt ihr hingehen und Salz holen. Also das ist relativ einfach und in dem Moment, wo ihr dann das Salz habt und das getrocknete Fell habt, könnt ihr euch den kleinen Rucksack bauen als erste Ausbaustufe. Ganz wichtig. Schauen wir noch mal ins Charaktermenü. Wir hatten hier gesehen, wir können verschiedene
Dinge ausrüsten und auf die Q-Taste legen, sodass, wenn wir im Kampf Q drücken, wir dann automatisch die hier ausgewählte Waffe benutzen können. Das gilt für Fernkampfwaffen. Dann haben wir hier den Slot für das Schild. Wenn du verschiedene Schilde in deinem Menü hast, dann kannst du sie hier entsprechend wechseln. Und das Gute ist, das, was du hier ausgerüstet hast, das hast du eben nicht mehr in deinem Rucksack drin. Dann haben wir hier die Ringe. Diese Ringe findet ihr im Laufe des Spiels. Diesen Ring hier, den Ring des Kommandanten, den fand ich sehr gut, deswegen habe ich ihn ausgerüstet. Den habe ich gefunden bei dem Bosskampf, also von dem Boss in der Burg Erstein oder so heißt sie. Zeige ich euch noch gleich auf der Map. Und hier das gleiche gilt eben für eure Rüstung. Ihr könnt hier anklicken, könnt das ausziehen, könnt auswählen, was ihr stattdessen anziehen wollt und könnt so eure Rüstung wechseln. Schauen wir nochmal hier, wo ich diesen speziellen Ring gefunden habe. Das war genau hier. Hier Burg Erstein. Der Boss, das ist, glaube ich, der vierte Boss, den man für den Altar, wo man den Kopf für den Altar braucht. Da habe ich diesen Ring gefunden. So, was ich euch noch zeigen wollte, es gibt im Spiel Granaten. Okay, die hatte ich gerade nicht zur Hand. Und die sind natürlich auch sehr hilfreich. Ihr findet auch gleich ganz am Anfang solche Granaten und könnt die benutzen, indem ihr sie in eure Taskleiste legt und dann irgendwas damit in die Luft springt. Und immer wenn ihr so ein rotes Fass seht, dann ist Vorsicht geboten. Denn diese roten Fässer, die fliegen in der Luft und gerne auch mit euch. Aber manchmal verbirgt sich auch ein Schatz dahinter. Und ihr könnt grundsätzlich alles ja kaputt machen, was es hier so gibt. Und manchmal findet man so eine Art, ich nenne es jetzt mal Schrotthaufen oder Schutthaufen. Ich fliege mal eben zu einem hin. Und zwar hier gleich am Anfang bei der Brelin-Brücke. Hier, das ist so ein klassischer Schutthaufen. Der deutet schon an, dass sich darunter vielleicht etwas befinden könnte, wenn man es denn weiß. Und ich nutze einfach mal die andere Granate. Man kann das natürlich weghacken, aber man kann es auch wegsprengen. Mal sehen, ob zwei Granaten reichen. Ah, nicht ganz. Gut, dann nehmen wir die Spitzhacke noch. In solchen Schutthaufen verbergen sich oft Truhen. Jetzt haben wir hier zum Beispiel, das habe ich aber schon, eine goldene Guillotine gefunden. Ja. Das ist so ein kleiner Zusatztipp. Diese goldene Truhe hier. Es gibt silberne, goldene und Holztruhen. Und ja, die goldenen Truhen sind natürlich die besten. Und diese goldene Truhe, die gibt jeden Tag sozusagen eine andere Waffe. Nee, wo ist dann die? Ach, das ist die, die wir hier gerade gefunden haben, ne? Oh, die ist sogar, glaube ich, besser als die. Ah, ist noch mal eine andere. Aber die haben wir hier gerade gefunden. Das ist eine goldene. Die können wir fünfmal aufwerten. Gucken wir uns dann in Ruhe an, ob wir die benutzen wollen. Bleib neugierig, schau dir alles an, mach alles kaputt, was man alles finden und lernen kann, wenn man was kaputt hat, man glaubt es gar nicht. Das Spiel bietet wahnsinnig viel und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Bis dann, ciao. Viel Spaß im Spiel.